Tag auch. Es ist so warm. Und heute ist das YouTube-Treffen in Frankfurt. Ich bemühe mich, diesmal ein Intro zu machen und auch wirklich zu filmen, denn ich Trottel vergesse das ja jedes Mal. So viel zum Thema. Es ist schwitze, aber warm. Es ist so ekelhaft. Ich würde mich am liebsten sofort wieder ausziehen und nackt dorthin gehen. Das ist zwar eine Beleidigung fürs Auge, aber egal. Es sollen 150 Leute dahin kommen. Auf Facebook ist es zumindest so die Teilnehmerliste. Ich bin gespannt, wie viele überhaupt dahin kommen werden und wo wir hingehen werden. Wir gehen nicht dahin, wo es klimatisiert ist. Springen alle um. Starten wir mit einem Outfit of the Day. Ich bin viel zu warm angezogen, aber jetzt nicht drehen. Was? Psst, ich drehe. Du hast mich doch gerufen. Also, ich trage aufgrund, da es heute ein Scheißwetter ist. Ich hasse ja schon das Wetter über alles. Hat geregnet und dann wird es warm. Oh, ekelhaft. Es ist aber noch zu kalt irgendwie für eine kurze Hose, also habe ich eine lange angezogen, die ich im Notfall versuche hochzukrempeln. Dazu so nude-rosane Ballerinas von H&M, die Hose ist auch von H&M. Die Hose hat mal 20 Euro gekostet, die Schuhe 10. Dann habe ich drunter ein weißes Tanktop, weil dieses mir hier zu transparent ist, das kotzt mich irgendwie voll an. Ich bin irgendwie gerade am überlegen, ob ich es doch ausziehe, ob es mir scheißegal ist, oder was sonst. Das Weiße ist von H&M, von New Yorker und hat 6 Euro gekostet, Tanktop ganz normal. Das Peachfarbene ist von Gina Tricot, hat 9,95 Euro gekostet. Die Weste ist, Bluse ist schon alt, die ist von Esprit. Die glaube ich mal, ich glaube die habe ich schon mal für 20 bekommen, also ich weiß es gar nicht mehr. Dann trage ich dazu, bin ja voll ausgestattet heute, meine H&M-Tasche, meine sommerschöne Tasche, den Retro-Style mit wunderschönen Buntscheiben. Dann habe ich mich auch heute dementsprechend so geschminkt in Gold-Peach-Tönen. Produktliste findet ihr in der Infobox, was das alles ist, dauert mir jetzt zu lang. Dann habe ich noch solche Ohrringe, die sind vom Primark, die haben glaube ich 2 oder 3 Euro gekostet. Dann habe ich noch eine Kette mit einem Schmetterling, hat auch so 2 Euro gekostet. Und dann trage ich noch so einen roséfarbenen Armreif, der ist von H&M und der passt. Ich habe sogar Platz drunter, das ist total aufregend. Und so ein Imitatleder mit Goldarmband. Ich weiß nicht, was das ergeben soll. Ich fand es ganz, ganz süß. So, jetzt versuche ich natürlich alles etwas. Ich suche manchmal raus, ich habe ja einen Kopf da drin, das geht ja gar nicht. Ich wünsche euch natürlich jetzt viel Spaß beim Video. Voraussetzungen, ich habe mitgefilmt. Wenn nicht, das Resümee eines anderen Verbindungsstücks des Videos. Keine Ahnung, mir ist so warm. Ich hasse es. Macht im Sommer nie wieder YouTube-Treffen. Es ist so, da schminkt man sich und läuft es eh wieder weg. Naja, also dann, ich wünsche euch viel Spaß beim Video und macht's gut. Bye, bye. Ja, what? Nee, ich will in deinem nächsten Video diese Ohren sehen. Ja, mach es. Italienisches Silber. Italienisches Silber, ja. Wie ihr seht, bin ich ein dezent fertig, glänze auch dezent. Ich habe mal wieder vergessen zu filmen. Ich befinde mich gerade in Frau Flöters Auto. Besser gesagt, geile Karre. Und wir fahren jetzt nach Hause. Neben mir sitzt Miss Stylish. Hallo. Neben mir sitzt, oh, den kennt ihr schon. Der Davy. Guck mal, wie die Arme, die ist so blass. Ich? Ja, dagegen bin ich echt eine Leiche. Ja, dann haben wir noch hier Frau Flöter, die uns schön nach Hause fährt. Und Kevin Goes Auckland. Der aber jetzt schon wieder in Monaco. Nee, Quatsch, also in Deutschland halt jetzt. Ja, wir sind dezent fertig und es tut mir ganz arg leid, dass ich wieder nicht gefilmt habe. Aber es wird ja schon lange gut. Es wird doch niemals online kommen. Natürlich kommt es online. Und jetzt seht ihr gleich im Anschluss, denn ich versuche das gleich noch hochzuladen, meinen kleinen Douglas Roll. So. Das ist geil. Herzlich willkommen immer noch in Rebecca Flöters Karre. Wir machen jetzt eine Live-Auto-Roll. Ich war bei Douglas. Entschuldigung, hast du dich verletzt? Ja, Schmerzensgeld. Sorry. Aber der Davy, der ist immer drauf jetzt, ne? Ich habe, ich zeige euch gleich, warte. Das habe ich geschenkt bekommen von der Miss Stylish. Ihr Kanal ist verlinkt in der Infobox. So ein, ich habe es schon geöffnet, ein Tütchen. Da drin sind viel Schnickzeug und ein Lippenstift von Kiko in so einem rot-braun-Ton, ideal für Herbst. Ich bin total gespannt, wie der aussieht. Ja, warte, warte, warte. Dann habe ich noch bekommen von der Mama Tier 4. Oh, süß eingepackt und ich, Mongo, komm da ohne Sachen hin. Von Kiko so ein Duschsplash, irgendwie sowas. Muss ich mir genauer angucken, total verpackt. Dann habe ich bekommen
ein leeres Kaugummi von DavyX21. Den müsst ihr euch merken, abonniert den ja nicht. Dann habe ich von Chanel einen Lidschatten gekauft. Und zwar ist der nicht für mich, sondern für euch. Irgendwann in der Verlosung. Du hast die erste von Chanel. Doch, habe ich. Das ist die Farbe immer wild. Die kriegt ihr irgendwann in einer Verlosung. Wenn ihr nicht rummeckert. Ansonsten behalte ich den nicht, was mir egal. Das letzte Mal motzen die da voll rum. Hab ich gemeint, gut, du kriegst halt keinen Pinsel. Mir scheißegal. Das will ich raus. Nö, das bleibt jetzt mit Absicht drin. Dann habe ich mir einen Refill gekauft, um meine Mac-Palette endlich fertig zu machen. Und zwar die Farbe wächst. Das sieht total unspektakulär aus. Das ist so ein Grauton, der aber irgendwie so rosa schaut. Das habe ich ausgesucht. Changiert, hat mir stylisch ausgesucht. Bin total gespannt, wie der ist. Dann habe ich mir gekauft die Farbe Sable. Hast du zwei Chanel gekauft? Ja, warte. Sable, die hat mir die Becky empfohlen. Den fand ich ganz toll bei ihr. Ganz toll bei ihr. Wir machen nochmal Becky. Auf einem, nee, auf einem Amu. Amu hört sich mal voll schwul an, ja? Muss ich immer irgendwie als Afternoon denken. Keine Ahnung. Ja, ist so. Ja, auf jeden Fall fand ich das ganz schön auf einem Bild. Hat sie mir den empfohlen. Ich hoffe, dass der gut ist. Wenn nicht, weiß ja, wo die Reklamation hingeht. Dann habe ich noch einen Illusion d'Ombre Lidschatten gekauft. Und zwar die Farbe, eigentlich wollte ich mir den erst noch nicht kaufen, weil ich gedacht habe, ich habe sowas ähnliches in Kombination. Bin doch ein Opfer geworden. Das ist die Farbe 88 Abstraction. Das ist so ein Korallbeerig mit goldenem Glitzer. Also ideale Sommerfarbe, finde ich cool. Kommen bestimmt wieder so Kommentare wie mit, ey, du gibst voll viel Geld aus. Du kriegst keinen Lidschatten. Sei doch neidisch. So, und dann als letztes noch ein Refill von MAC, und zwar die Farbe Rice Paper. Ja, Rice so total Paper, der bekannte Lidschatten. Ich hoffe, dass der gut ist. Nee, da ist noch was. Ja. So, ja. So ein Refill kostet, glaube ich, was kostet so ein Refill momentan? 13 Euro. Und die, glaube ich, 29 noch was. Dann habe ich mir gekauft ein MAC Pigment, die Farbe Blue Brown. Wollte ich schon ganz lange haben. Da fülle ich euch auch irgendwas dann ab für die Verlosung. Achso. Warte, ich zeige dir. 23 sieht Euro so aus. 23 Euro. So teuer. Ich dachte, das wäre billiger. Ich dachte, das kostet 19 oder so. Ja, egal. So, dann habe ich noch ein Pigment gekauft. Wollte ich auch schon sehr lange haben. Müsstet ihr aber eigentlich schon wissen. Und zwar das Pigment Golden Olive. Das ist ein, wie der Name schon sagt, ein goldenes Olive. Total hübsche Farbe, oder? Ja. Fülle ich euch auch was ab. So, habe ich noch was? Ja. Dann habe ich noch was gesponsert bekommen von der Frau Flöte. Und zwar, für die Verlosung hat sie mir zwei Pinsel zur Verfügung gestellt. Das Ganze natürlich unverbindlich. Und wie einer sagt jetzt, was dagegen, kriegt ein paar aus dem Maul. Ja, und dann habe ich, der ist aber für mich, den kriegt ihr nicht, weil den habe ich noch nicht. Den, wie heißt der? Baby Buffer. Be Concealed. Tut mir leid. Total geil, der ist so weich. Oh, voll wie die unter der Eye oder so. Total geil, ich bin gespannt. Und die sind dann für euch irgendwann. Ja, ja, dann habe ich noch so ganz tolle, spektakuläre Proben bekommen von Clinique. Und was ist das? Helena Rubinstein. Die sollten mal Mascaras oder so als Ding verschenken. Scheiße, ganz ehrlich. Scheiße auch. Okay. Das war's jetzt im Großen und Ganzen. Oder habe ich noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das kommt jetzt alles wieder da rein. Süßigkeiten habe ich schon angezeigt. Ja. Im Großen und Ganzen war es ein schöner Tag. Ja, sehr schön. Nein, sehr schön. Nette Leute kennengelernt, so wie die St. Millie. Ja, ne? Ja, und den Davy natürlich. Becky kannte ich ja schon. Achso, Becky kanntest du schon. Becky kannte ich schon. Da war's. Ich war doch ihr Girlie. Das Girlie. Ich war doch in ihrer Girlie-Gruppe auf der iClam. Ja. Ah, ich hab dich gesehen. Nein. Doch. Ja. Doch. In dem Video. Ja. Ja, ich feste mal. Du bist sogar auf dem Foto drauf, ne? Wo ihr ein Gruppenfoto hattet, ne? Ja. Genau. Ja. Jetzt fahren wir heim. Es wird dunkel und ja. Dementsprechend tut mir leid, dass ich alles wieder vergessen habe zu filmen, aber ich versuche jetzt noch im Anschluss ein paar Fotos von Facebook zu klauen von den anderen und füge die dann hinten an. Ich aber auch. Ja. Das ist ganz easy. Ich habe das auch jedem gesagt. Fotografier, verlink mich bitte und dann klaue ich mir das mit. Ja, genau. Und ja, ich bedanke mich ganz recht herzlich an Frau Flöter fürs Mitnehmen, für DavyX21 fürs Nerven, für Miss Stylish, tolles Gummibärsch. Ja, ich habe doch den Lieben.
das wisst ihr noch. Ihr findet alle YouTuber, die auf dem Treffen waren, in der Infobox. Ich bin sehr traurig, dass die anderen nicht sind. Und ja. Immerhin der hat es sehr eilig. Oh ja. Und der hat den Blinker. Der hat es dezent eilig gehabt, falls ihr das Wusch gerade irgendwie mitgehört habt. Und ja. Immerhin wohnen wir alle in Mannheim. Und wir wohnen alle in Mannheim. Die Mannheim Gang. Die Mannheim Gang. Da kann man sich bestimmt mal öfters treffen. Ja. Spannend. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss. Sag tschüss. 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 Tschüss, Becky. Tschüss. Ja, das ist mein Abspann dann so.